Hohe Aktivität von US-Militärgeräten an der polnisch-ukrainischen Grenze gesichtet. Ein Konvoi von mehreren hundert gepanzerten Fahrzeugen, gepanzerten Mannschaftstransportern, Armee-LKWs und andere militärische Ausrüstung ist in der Nähe der ukrainischen Grenze aufgetaucht, schreibt Avia. Diese Aktivitäten sind höchstwahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass militärische Ausrüstung in die Ukraine geliefert wird. Dies wird auch durch das Vorhandensein von Spezialplattformen bestätigt, auf denen gepanzerte Fahrzeuge M113, gepanzerte Fahrzeuge HMMWV und International MEXPRO, sowie andere Waffen, die in Polen untergebracht sind. Momentan liegen keine Berichte über die Verbringung von neuen militärischen Geräten in die Ukraine vor. Das Filmmaterial zeigt eine Vielzahl von militärischen Ausrüstungen, die bereits vor 3 Tagen in der Ukraine eingetroffen sind, worunter auch deutsche Militärgeräte dabei sind. Dies kann als indirekte Bestätigung für die Lieferung von Ausrüstung für die ukrainischen Streitkräfte angesehen werden. Fachleute wiesen darauf hin, dass die Geräte auf den Videoaufnahmen vor 72 Stunden aufgetaucht sind. Was darauf hindeutet, dass sie nicht zu den auf dem Gebiet Polens stationierten US-Streitkräften gehören.